So, wir gehen rein. Achso, warte mal, wir machen erstmal ein Intro für YouTube, ne? Ja. Hast du Bock, das Intro zu Ja, machen heute? ne, Da in die noch nicht, Kamera. noch Komm, nicht. mach mal. Nein, noch nicht. Schütz Nein, noch dich! nicht. Komm, mach mal. Nein, Ich lach dich Digga. nicht aus, wenn du dich Nein, Mann, versprichst. Lass mich nein. auch mal aus, weil ich Ja, Sprachfehler aber habe. nein. Ja, dann mach doch mal. Nein, kann ich nicht. Dann mach Nein, du. nein, nicht so, Bruder, nicht. bitte, Nein, bitte. Walla, nein, nein. Bruder, guck mal, bitte. Ja, er schämt Ich sich, kann das Bruder. nicht, Bruder. Bruder, Was soll ich denn guck mal, sagen? einfach Intro. Intro, wir gucken eure Wettscheine an. Ich schwöre, ich werde so Sprachfehler haben. Das geht Heide, nicht. Nein, Heide, Walla, nein. komm. Das geht, ich kann das Heide, nicht machen. komm. Was Du geht stellst nicht? gerade selber Steine in Ja, den Weg. Walla, ich schwöre, Bruder, alles. komm da, das ist ein Satz, Mann. Ja, Dings, YouTube, was geht? Willkommen auf Mert Al-Mula. Wir reagieren auf eure Wettscheine. Ja, Bruder, das kann ich jetzt nicht sagen, Digga. Bruder, schäm dich Mach doch nicht. doch mal, Willst du das? wir machen doch Ja, noch. schäm dich! Hey, wir machen doch Ja, schäm dich! Bruder, bitte sag doch nur, du musst das sagen, Bruder, was soll nein, ich denn Bruder. sagen? Was soll ich denn Sag sagen? einfach nur, wir reagieren auf eure Wettscheine. Ja, okay. Hallo YouTube, wir sind hier auf Mad Abi Live. Wir reagieren jetzt auf eure Wettscheine. Geil. Jesus, geil. YouTuber geworden, Ich schwöre, Digga. ja, Mann. Wie fühlt sich das an? Gänsehaut, Hä? Digga. Gänsehaut. Wo ist Mimi? Nein, nee, an dieser Stelle, wir sagen Mimi, weil die Leute sagen zu ihm, er sieht aus wie Upper Red, deswegen Mimi. Niemals. So, Freunde, wir gucken rein. Wir fangen an. Einsatz 3000 Euro. Hier, Freunde, haben wir einen wirklich spielsüchtigen und. Die Hand aufs Herz, ja. Bruder, ich habe schon mal was dazu gesagt. Er tippt 3000 Dann Euro können nur auf. 6. Auf eine 1,13-Quote. Und Bruder, du kannst so 6000 gewinnen. Was bringt dir das? Ja, ne, er denkt, ist safe. Guck mal, bitte. Und er hat gewonnen einfach sogar. Niemals. Ich schwöre, er hat gewonnen. Bruder, guck mal, du kannst doch. Bruder. Nimm doch eine Zweierquote rein, dann hast du doch das Bruder, gleiche. Tipp erstmal nicht mehr. 3000 Ja, Euro. stimmt. 2950 Ja, Euro. ich Walla, schwöre. Fadi, Ja, weißt, du okay. weißt, was für ein Ja, Batz okay. das ist. Ja, das stimmt schon. Er nimmt vier Quoten, Digga. 1, 2, 5, Bruder, er nimmt 1,13er Quote, Junge. Guck mal, ey, sowieso jeder, der wettet, ist dumm, ne? Das sagen wir auch mal, bevor das Video anfängt, sagen wir ganz klar, wir distanzieren uns von Sportwetten. Das dient lediglich nur zur Unterhaltung. Wir wollen damit niemanden verleiten, wir wollen einfach nur gucken, wie krank die Leute sind, wie krank die Leute tippen. Und hier sehen wir wirklich einen Kranken, das muss man klar sagen. Und das ist der erste Schein, ne? Das ist der erste Schein, der den wir erste sehen. Schein. Er hat 2950 Oh Euro. mein Okay, Gott. tippen ist sowieso Müll. Freunde, bitte tippt nicht. Ihr gerät nur in ein Loch von Minus und dann geht es nicht mehr darum, um Geld zu gewinnen, sondern es geht darum, den eigenen Minus Wieder rauszuholen. rausholen. Und dann Und während du das versuchst, dein Minus rauszuholen, gehst du noch spielst mehr. du, gehst du noch mehr ins Minus und automatisch spielst du mit dem Geld, was du eigentlich gar nicht hast, sondern was du dir leihst. Und dann bist du nicht mehr im Minus, sondern du bist schon Schulden bei anderen. Das ist nochmal deine Ehre ist schon mit im Spiel. Deshalb, Freunde, bitte, der Gewinner ist nur der, der nicht spielt. So, gucken wir trotzdem mal hier rein. Er tippt auf 1,13-Quote, Bruder. Guck mal, ne? Tippen, wie gesagt, sowieso dumm, aber 1,19, so? Dass das überhaupt gibt, Bruder, ja? Bruder, was ist das? Und über 1,5 Tore. Walla, das ist nicht einfach. Nee. Bruder, Walla, zwei Tore in einem Spiel kommt nicht ja, immer aber vor. Bruder, ganz ehrlich, warum ist das 1,27? Schon echt wenig, ne? Ich weiß, hat der jetzt mitten im Spiel getippt oder vorm Spiel? Nein, das dein weißt du Tipp nicht. vor dem Spiel. Ach so, da, okay. Bruder, Walla, das ist voll die Müllquote. Stell dir Und mal vor. Guck mal, er hat das mit 4 Spielen gemacht. Ja. Was ein Risiko ja, eigentlich. Voll. Und stell dir mal vor, du hättest diese 1,13-Quote verloren. Was hättest du denn gemacht? Ja, Bruder, 3000 Euro Minus und ja. dann in diese 3000 Euro reinholen. Ja, genau. Und dann mach doch lieber so ein Spiel zum Beispiel. Ja. Ich sag mal jetzt. Mach mal zwei Spiele. Von dem Spielen zum Beispiel. Nee, Bruder, wer tippt sowas, Bruder? Keiner. Bruder, er hätte auch ein Spiel einfach 2,5 machen können, dann wäre ja. 1,60-Quote. Ja, mach ja, doch aber, das dann. Bringt doch auch nichts, Bruder, eigentlich. Bruder, das, ja, aber 2,5 ist schon das gleiche wie ja, 1,5. Ja, aber 2,5 ist wieder schwerer, Bruder. Und das ist eine 1,60-Quote. Bruder, ich glaube, in dieser Sache gibt es kein schwer und einfach. Also ich hätte so niemals. Es gibt, ich könnte wetten, es gibt genauso viele Spiele, die unter 1,5 gekommen sind, wie über 1,5. Wenn ich mal tippe. Ne? Ja, Tore sehr auch. Selten, Tore auch sehr nicht. Selten, sage ich euch ganz ehrlich. Tore so komisch, Digga, ich sag dir ehrlich. Und dann tippe ich halt nur auf Sieg oder so. Ja, so. Oder vielleicht Tore Handicap, so. Aber so dieses 2,5 und dies und das. Wir sind ja kein King Gogo, verstehst du, was ich meine? King Gogo ist Legende. Was sagst du? Er tippt 260 Euro auf. Bruder, 1,30-Quote, ja. Digga, Bruder, also es gibt schon echt. Aber was bringt dir das, ja, Bruder, was ist das? Du hast einfach 70 Euro gewonnen, 80 Euro. Ja, er hat bestimmt Live-Abgabe, guck mal, bei Wettabgabe 2-2, bestimmt war es nur noch 5 Minuten zu ja. spielen. Aber ja, für Bruder, schon viel, Bruder, ja. Er hat 78 Euro. Ach ja, das ist Müll, Bruder, das bringt gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht hat er aus Versehen gemacht, oder vielleicht, ich weiß er hat nicht. Du weißt, wir haben also einen Freund, sagt seinen Namen nicht, ja. er ist auch so krank, Digga. Ja, okay. Stimmt. Ja, ist er ist noch kranker, Digga. Und der hat 1,25 Euro verloren. Guck mal hier. Ist das der gleiche? Ja, hier hat er 130 Euro.
Euro dann auf... Das ist schon... Ja, das ist ja normal, Bruder. Das ist okay, das ist normal. Das finde ich ganz normal. Das ist okay, verdoppeln einfach. Ja, Verdoppler. Fertig. Aber dieses Jahr Finger weg von Atletico Madrid, Leute. Die haben mich 2 Scheine gefickt, dann habe ich gesagt, nee, vorbei, Digga. Atletico Madrid ist wirklich nicht mehr. Gucken wir mal den an. Okay, 32 Euro. Ey, aber was ist das hier, 32 Euro? Bruder, es geht doch um die höchsten Wetteinsatz. Ja, ich küsse deine Augen, Bruder. 32 Euro? Du hast doch hier 70 Euro getippt. Weißt du, ich meine, warum ich zeig's? Aber guck mal, wie ist Jan, ne? Er tippt Hoffenheim gegen Augsburg. Junge, nur 1-0 ist schon sehr krass, ne? Sag ich dir ganz ehrlich, für 1,40. Also, warum hat Hoffenheim nur 1,40 Quote? Wollte ich gerade sagen. Kann, Bruder, es kann sein, dass du auch im Spiel getippt hast, Bruder. Weil ich weiß nicht, Bruder, dass... Bruder, wie kann man, dass Augsburg nur so eine... dass Hoffenheim so eine Müllquote hat? Tippt Dortmund gegen Hertha BSC. Auch Müllquote für Auswärts. Nein, ist für, Bruder, Auswärts? Hertha BSC ist ja die größte, okay, Drecksmannschaft gerade. Ja, okay. Jeder gewinnt gegen die. Ja, okay. Ja, Arsenal, guck mal, auch knapp eigentlich, ne? Bruder, alles knapp. Ja, Digga. Alles außer Mailand, sonst alles knapp, ne? Knappe Ergebnisse. Ich frage mich, wenn die sowas tippen, lohnt sich das, das Geld auszugeben, um das zu gewinnen? Würdest du so tippen? Ich meine, damit du das rauskriegst? Nee, nee. Also entweder würde ich 2 Euro tippen und 50 Euro gewinnen oder 100 Euro gewinnen. Ja. Aber 32 Euro tippen, und dann 100 Euro. 4 Spiele, ja, und dann nur 100 Euro plus machen. Ja, genau. 32 Euro tippen, nicht mal dein Geld vervierfachen, aber 4 Spiele drin haben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, 32 Euro ist schon viel, ne? Also ist nicht wenig. Oder mit 32 Euro kannst du einen chilligen, gleiche Gewinn, kannst du 1000 Euro gewinnen, wenn du 4 richtige hast. Ja, ja. Aber so mit Zweierquoten und Dreierquoten. Bruder, und ich schwöre dir, ihr denkt, diese Spiele sind safe. Solche Spiele sind nicht safe. Niemals. Das ist nicht safe, Bruder. Sollte normaler, in der Regel sollte so ein Spiel safe sein, aber das ist nicht safe. Was macht der hier? Ja, Digga, Bruder, was, Alter? Der hat wieder Mutter... Was ist der gleiche? 2850 Euro. Er hat auf zwei. Bruder, ja, er tippt 2850 aber Euro. Aber was ist das? Ist das Fußball? Das ist kein Fußball, oder? Doch, Bruder, Wiesbaden. Ja, Bruder, was ist das hier alles? Das sind die gelben Karten, das sind die Ecken, Bruder, das sieht man doch. Ja, Bruder, dann tippt er ja was anderes. Er hat Dings getippt. Ja, Ecken, Bruder, ja? Nein, hier über 1,5 Tore. Aber Bruder, was heißt denn das denn hier alles? Bruder, ich sage doch, das hier ist eine Eckfahne. Das heißt 1:9 Ecken. Ja, okay. Das ist eine gelbe Karte. Ja, okay, Bruder, ich tippe nicht sowas. Bruder, ich hab keinen Dings, Tipico. Oder irgendwas. Er hat einfach zwei Spiele über 1,5 getippt, ja? Wieder 1,26 Quote. Das, ganz ehrlich, das ist sehr, sowas kann sehr schnell in die Hose gehen, ne? Sehr, sehr schnell. Junge, 3000 Euro fast. Du riskierst 2,9, sagen wir. Für 4,5. 2,9, 4,5, 2,9, 4,5, 1,6. Ja. 1,6? 1,6, ja. Du kriegst ja weniger, als du eingesetzt hast. Das ist ja Müll. Ja, Wetten, das ist ein Allgemeinmüll. Das stimmt. Aber das ist echt. Alles gesehen, Digga. Also, der Typ, der hier getippt hat. Aha, mit 5 Euro hat er 100 Euro der gewonnen. Der ist nicht normal. Sowas zum Beispiel, ne? Hättest du da jetzt 32 Euro drauf gesetzt, hättest du schon Mutter. Aber Bruder, guck mal, hättest du ja 32 Euro getippt, hätte Dings. Hätte alles rasiert. Zum Beispiel jetzt, ne? 32 Euro. Ja. Du hast gerade gesagt, hättest du 2, 5 Euro, guck mal, 5 Euro hat er 100. Aber Bruder, guck mal, verstehe ich auch nicht, ne? Er tippt solche krasse Quoten, 3,20, ne? Ja. Zweimal eine 3,20er-Quote und dann nimmt er sowas mit. Ja. Bruder, das ändert gar nichts, Digga. Das hat hier vielleicht 5 Euro geändert, Junge. Genau, stell dir mal vor, der hätte ich jetzt auseinandergenommen. Was wäre dann? 1,13, Digga. Oh, was ist das hier? Okay, das ist nicht schlecht. Das ist krass, Digga. Das ist nicht schlecht. Das ist krass, Digga. Mit 50 Euro. Mit Fuffi hat er 3,7 gewonnen. Das meinen wir zum Beispiel. Ja, aber Bruder, müsst ihr jetzt aufpassen, dass wir die Leute nicht verleiten mit 50 nein. Euro, dass man sowas gewinnen kann. Sowieso Müll. So, weißt du? Sowieso Müll. Deswegen am besten sowas gar kommt keine sehr Tipps selten geben. Rein. Ne? Macht euch darüber keine Gedanken, so einen Schein zu, überhaupt Scheine zu tippen. Restzeit Bayern München hat er getippt. Restzeit unentschieden bei 2-1. Oha, was sind das für Quoten, Alter? Ja, es gibt ja diese... Junge, er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele getroffen. Guck mal auf Insta, dann siehst du mal... Nein, Bruder, Instagram gucke ich nicht, Bruder. Es gibt hier ein Discord, auszuzeichnen Discord. Ich weiß nicht, was fällt euch daran so schwer? Hört auch auf, mir bei Instagram irgendwas zu schicken, Bruder. Bekommen wir Autos geschickt bei Instagram. Eure Häuser, eure Wohnung. Bruder, Discord. Restzeit auch Liverpool, Junge. Ich dachte, Amsterdam wird Liverpool. Restzeit ist, dass sie, also er hat mitten im Spiel getippt und die müssen, ja, also steht 1-1, genau. Dann müssen noch 2-1 zu allen anderen noch ein Tor schießen, ne? Ja, okay. Was hat der hier gemacht? Gänsehaut, das ist doch nicht dein Ernst, Bruder. Bruder, ja, bitte. Guck mal, mach mal weg, Bruder. Dass wir das überhaupt angucken, Bruder, ist schon, dass du sowas reinschießt, ist schon scheiße. Guck mal den da drunter, ne? Bitte, guck mal. Bruder, ich schwöre bei Gott, ich meine das ernst. Mach mal weg, Bruder, mach mal nein, weg. Warte mal kurz, ich meine das jetzt ernst, ne? Also, hör auf zu spielen! Nein, nicht hör auf zu spielen. Jeder soll aufhören zu spielen, nicht nur er. Jeder soll aufhören zu spielen. Aber Bruder, ist das dein Ernst? Aber ist das wirklich ernst?
Oder hast du das gemacht, um lustig zu sein im Video? Ey, ernsthafte Frage. Sollen wir noch deinen Namen sagen? 18 Cent sind 18 Cent, sagt er. Einer hat gerade mehr gespendet, als du gewettet hast, ja? Als er gewettet und gewonnen hat. Ja, schön. Bruder, das ist doch nicht dein Ernst, ja? Aber guck mal, er meint das ernst. Am 18.07. Ja. Wann habe ich das gesagt, die sollen das schicken? Doch, Bruder, er meint das ernst. Das ist schon länger her. Bruder, das ist schon richtig lange her. Er tippt 17 Euro, er verdient 20 Euro, ja? Und dann, jetzt, bevor mir jetzt einer sagt, ja, aber Bruder, ist doch safe. Bruder, lass mal, Alter, lass mal. Wenn man das mit 1 Million Euro machen würde. Wer tippt eine? Bruder. Hand aufs Herz. Ich schwöre, Multimillionäre tippen so. Erstens die tippen eine Million, weißt du warum? Aber erstmal frage ich mich, wie kriegen die dieses Geld auf das Tipico-Konto? Nein, die tippen sowas, solche Beträge werden doch nicht bei Tipico getippt, bei chinesische Wettmafia haben wir noch. Ja, okay. Also gehst du da hin und sagst dir 1 Million? Bruder, ich kann mir safe vorstellen, dass es. Du weißt, die Leute, die Geld haben, ja. Bruder, die haben doch das Leben schon durchgespielt. Janne, was ist deren Adrenalin noch? Gar nichts. Und er denkt sich einfach da, ey, habe ich Bock gerade 200.000 Euro zu gewinnen? Dann mache ich einfach 1 Million Euro Bayern München gegen Kaiserslautern. Ich tippe einfach auf Bayern München. Die Quote ist doch auch 1,13. Ja, aber wenn du 1 Million tippst, gewinnst du 130.000 Euro. Ja, okay. 3.000? Oha. Oha. Also sind aber alle aufgegangen? Sehen wir ja nicht. Berger, Mal. Ja, Mal. Mal, Bergstraße. Wo liegt Mal? Mal ist bei Dings Ruhrpott, so, ne? Ja, Essen, ja, genau. So, ja. Ne? Es gibt Mal Sinsen. Hat 50 Euro gewettet und 3.000 Euro gewonnen? Am 26. 2014, Bruder, Alter, echt. Du schickst mir hier 2014, Bruder, ja? Ich hab dich gesehen. Und ich wollte schon sagen, Bruder, warum ist das so eine schlechte Qualität? Er hat mit. Was war 2014 das neueste Handy? Gab's iPhone? iPhone 6? iPhone 6 ist von letztes Jahr, Junge. Was ist das? Ja, was du da, Digga? Junge, iPhone 6 ist doch nicht 2014, warte, Bruder. HTC, Digga. HTC, ja, Bruder. Ich hatte früher HTC. Gab's damals schon israelische Liga, Alter? Die machen doch auch neu mit bei Europa, Bruder. Die waren Champions League, Bruder. Maccabi einfach. Ja, aber 2014 sind wir, Bruder. Von 2014. Wer hat eine israelische Mannschaft in Champions League gesehen? Die waren türkische Liga, sind die von türkischer Liga auf israelische Liga reingegangen. Einfach trinken, Digga. Boah, mit diesen Haken, das fühle ich sehr. Das ist geil, ja. Das fühle ich sehr. Ja. Das ist geil, ne? Was ich auch fühle, ist. Wettspiele nein, sind geil, Bruder, ne? Ich hab. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich ist schon lange her, wo ich gezockt habe. Diese App habe ich schon locker 5 Jahre nicht mehr. Bestimmt 5, 6. Wallah. Ich hab die nie. Wallah, ehrlich, ich lüge nicht. Ja, okay. Ich habe immer so getippt, halt, diese Zettel. Ich habe nie diese Online-Kacke gemacht. Diese Zettel fühle ich auch. Der Schein ist 5 Jahre alt, wo sehen wir das? 6.12. Fenerbahce Feyenoord. Feyenoord? Was, wer ist Feyenoord? Wer ist das? Ach so, Wer? Feyenoord. Sag Feyenoord heißen die. Wie heißen die? Feyenoord. Okay. Feyenoord, Digga. Konyaspor gegen KAA Gent. Das war letztes aber Jahr. Aber Bruder, ist das Champions League? Das ist Europa League, oder? Europa League, Champions League, alles gemischt. Mit 100 Euro, 250er. Oh, hier hat er auf Fenerbahce sogar getippt, Alter. 3,40 Quote? Die haben 0,1. Boah, krass. Bruder, da, ich bestimmt habe ich Bruder, da auch aber Feyenoord ist stark, Bruder. Die sind auch jetzt weitergekommen. Ja, die haben auch richtig kranke Fans, Alter. Aber ich überlege gerade, zu der Zeit habe ich auch bestimmt safe diese aber Quote mitgenommen. Das ist schon sehr stark, ne, für Fenerbahce. Aber damals war Fenerbahce Müll, ne? Ja, Bruder. Oder Fenerbahce, ne, ich überlege, Junge. Da wo wir heute sind, ich das ist nicht dein Ernst, das hast du nicht gewonnen. Das ist fake. Na. Bruder. Mit 2 Euro, Bruder. Er hat Cashout, Bruder. Da unten drunter. Hm. Halbzeit-Endergebnis. Er hat Halbzeit und Endergebnis. Boah, das ist schon krass. Oha, Bruder. Warum ist das eine 13er-Quote? Ist gar nicht unmöglich. Das ist echt. Das ist sehr krass. Das ist sehr, sehr krass. Aber ich glaube, der hat aber Cashout gemacht. Geh mal hoch. Er hat verloren. Er hat gewonnen oder verloren? Er hat gewonnen, Bruder. Erste Halbzeit. Nein, er hat verloren. Erste Halbzeit hat Bayern gewonnen. Er hat verloren. Guck mal. Ja, der hat verloren. Ist verloren. Ist verloren. Ist verloren. Damit der Chat nochmal sieht. Leroy Sané, Leon Goretzka hat 33. Minute Tor gemacht. Hier hat keiner in der 33. Minute Tor gemacht. Er hat das verloren. Ja. Er könnte Cashout nehmen. Ja, ich glaube auch. Und hier, guck mal, hier, wenn das noch offen wäre, dann wär dieser Kreis nicht gefüllt. Ja, genau. Hier ist der voll. Hier boah, sehr ist schade. Ist der gekommen, Hamburg? Hamburg Kaiserslautern ist der gekommen? Nee, ist nicht gekommen. Er hat die schade letzten 2 Spiele verkackt. Sieht echt lecker aus. Aber hast viel Risiko gespielt. Er hat sogar hier Viererquote mitgenommen. Aber ganz er hat echt, 2 Viererquote. Aber 2,50 Euro, so. Ich glaube, ich hätte den Cashout angenommen. Oh, stimmt. Weil überleg mal, du hast 2,50 Euro Bruder gesetzt. Bruder, du hast das. Aber jetzt ist man auch schlauer. Ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich weiß nicht, Bruder, wenn du da bist, das sind auch schon 2.200 Euro Unterschied, ne? Mhm. 2 Spiele ist richtig, er hatte Halbzeit Bayern. Ey! Das ist richtig.
Er hat sogar erste Halbzeit Bayern, zweite Halbzeit Unschien getippt. Erste Halbzeit Bayern, zweite Halbzeit Unschien. Er hat deswegen verkackt, Digga. Deswegen hat er keinen Cashout genommen. Okay. Oh mein Gott, Bruder. Und boah, guck mal, stimmt. Die niedrigste Quote verkackt. 4er, 1, 72, 3, 60, 13 und dann die 1,55 Quote verkackt. Oha, Digga, ja. 82. Minute. Oh. Lex Tiger Lobinger, du hast dein Leben gef***. Und dann HSV. Aber Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, wer so krank tippt und dann sowas mitnimmt, Bruder, sowas. So ist Hamburg 1,55, Digga. Ey, er hat ausgezahlt. Ja, er hat ausgezahlt. Er hat ausgezahlt. Ja, boah, Schanziger. Sehr stark. Boah, Schanziger. Sehr stark. Ah, das haben wir gar nicht gesehen. Er hat ausgezahlt. Er hat seinem gegönnt, Alter. Ja, boah, Schanziger. 2,50 €. Boah, Schanziger. Aber ich freue mich gerade für ihn. Ich auch, voll. Keine Ahnung, warum, hä? Ich freue mich unnormal gerade. Kann sein, Anfänger hat gesagt, komm, 2,50 € mache ich. Oder letzten 2,50 €, die ich habe, Digga, mache ich einen Koksschein. Digga, ich, Junge. Was? Was laberst du da, Junge? Wir distanzieren uns davon, nein. Denk jetzt, du guckst, Junge. Nein, Digga. Oh, meine Fresse. Du weißt, was ich meine, so ein Psychopathenschein. Für 2,50 € komm, ich mach einfach Viererquote. Aber rein. Warum Koksschein? Ja, Bruder, das sagt man so. Also ich, bei uns sagt man das so. Noch nie in meinem Leben. Dieses, ja, bei uns. Dieses, ich hab das nicht mal in meinem Wortschatz. Ja, sonst sagt man das so, komm, ich mach so einen Koksschein. So ein, einfach so viel Einsatz machen und dann einfach irgendwelche... So irgendwas einfach. Ja, ja, genau. So drücken auf ja, Automat. Ja, genau. Welche Typico geht das, die ihm so sagen? Bei uns nennt sich das Toilettenpapier auch stark. Sein Toilettenpapier? Sehr stark. Bei uns nennt sich das Toilettenpapier, voilà. Das ist sehr kreativ, Bruder. Kauflandzettel. Ja, den kenne ich, Einkaufszettel. Der ist der Dings, Kassenbon. Ja, der ist der Klassiker. Aber Toilettenpapier ist auch sehr stark. Oha. Apropos. Oha. Das ist ein Schemschemschein, Digga. Schemschemschein. Ja, das ist schon, nee, Bruder, das kann man schon sagen. Bruder, das ist ein Kokschein, Digga. Digga, das ist ein Crystal Meth, junge Heroin. Das meine ich. Er hat auf Bitcoin Criminal getippt. BTC Criminal. Ah, das glaube ich nicht, Digga. Das ist alles verarscht, Bruder. Tip Toto, was ist das überhaupt für ein Ding? Tip Toto. Was ist das für ein Ding, Digga? Was für Tip Toto, Digga? Einfach mexikanischer Typico, Bruder. Schön. Er hat kurz bei Steakhouse getippt. Genau. Von wann ist das? Mit 1,50 Euro 48.000 Euro gewonnen. Ach, das sind so Scheine. Bitte, was für 48.000 Euro? Ja, das ist irgendeiner, der irgendeinen Scheißchip reingeschickt, Bruder. 17.11.2020 sogar. Meinst du, das ist wirklich gekommen, Alter? Nein. Junge, der meint ja richtig ernst mit dieser Crack-Seite, Digga. Einsatz möglich, 400 Euro. Hör auf verloren, zu spielen, ey. Ja, bitte, ja. Aber das ist ein Typ, der einfach mit 2 Euro 50.000 Euro. Ich will mir das nochmal angucken. Bruder, wenn er das alles trifft, ja, aber Bruder, hätte er das bei Lotto getroffen, hätte er einfach 120 Millionen gewonnen. Ach, wir wissen gar nicht, ob er gewonnen hat, ne? Ach, Junge, scheiß mal drauf, ja. Voll Kopfschmerzen, Digga. Auch wenn er gewonnen hat, Digga. Was ist das, Digga? Oha. Voila. Oha. Tschüss. Das wollen wir sehen. Boah. Das interessiert uns. Ach, der Schwanz, er hat nicht mal abgeschickt, der kleine Schwanz. Der kleine Schwanz. Wenn du bei Typico bist und gerade abschickst, der Schwanz, ja. Kleiner Chojuch, ja. Amanakim, ja. Tja. Boah, der schickt mir auch hier eben. Bruder, ich will nicht eure Scheiß... Tippscheine sehen. Entweder ihr habt dick getippt oder wir wollen hier nicht. Wir sind hier kein Wettbüro, Bruder. Boah, wir werden jetzt richtig sauer, Digga. Hier, sowas will ich sehen, Junge. Dicke Eier, Junge. Was ist das, Amina Köln, ja? 400 Euro. 3-2 gewinnen. Guck ich irgend so eine Scheine an die ganze Zeit, ja? Der eine Peach tippt 3 Euro, damit er 3,15 Euro gewinnt, ja? Besiktas gegen Ankara Gücü. Schießt Besiktas mindestens in ein Tor in beiden Halbzeiten, okay. Das war erst vor kurzem. 500 Euro, auch krass, Alter. Bruder, wer das macht, ne, jede Schein 500. Glaubt mir, hat alle drei gewonnen. Der ist nicht plus. Hä? Ganz ehrlich, ich glaube mir, dass er sogar plus ist und dann diese Scheine einfach sogar auch gemacht hat, Bruder. Hat auf jeden Schein Besiktas. Hat das gleiche getippt? Ja, er hat hier, das gleiche. Er hat auf jeden Fall, auf jeden Schein hat er Besiktas. Er ist richtig Besiktas-Fan, 100%. Ja, Bruder, aber ich sag dir ehrlich, auch 4 Spiele, auch mutig, ne? 4 Spiele so zu ballern, Digga. Baller sehr stark. Immer eine Zweierquote ist mit drin, merkst du das? Schalke X2, guck mal. Wow. Habe ich sogar auch, glaube ich, getippt. Schalke X2. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich, Schalke ist jetzt keine Drecksmannschaft. Also gegen Stuttgart. Ich küsse deine Augen, wer ist Stuttgart? Stuttgart ist mindestens fast genauso Müll. Ist gut, okay, besser als Schalke, aber grad, für Schalke jetzt guck Dings. Mal, du musst überlegen, Stuttgart hat auch gerade einen neuen Trainer, ne? Du weißt ja, wenn immer ein neuer Trainer ist, mehr Motivation, der gewinnt ja, eigentlich immer. Ja, aber Bruder,
X2 liebe ich sehr zum Beispiel. Also doppelte Chance, genau mein Ding, mein Geschmack. Ich spiele das nicht. Also ich habe das. Ich spiele das sehr. Nee. Was das hier? Tschüss, okay, jetzt geht die Luzi aber richtig. Der ist aber richtig auf. 1x1, doppelte Chance. Das, könnte, das ist deins. Ich sag, das dein Schein das sein. Könnte mein Schein gewesen sein, ich sag dir ehrlich. Aber da ich nicht in Stuttgart wohne, ist das nicht mein Schein. Aber 1500 Euro, trotzdem sehr krass. Aber Bruder, Dinamo Zagreb, mit welche Eier? Gegen Chelsea, Alter, mit welche Eier? Neapel 1x, da habe ich mich sogar selber in den gebissen, dass ich da nicht auf Neapel getippt habe. Neapel dieses Jahr unnormal krass, Digga. Heftig, ne? Und Liverpool. Die haben das erste Spiel verloren jetzt. Hast du gesehen gegen Liverpool? Ja, weil die safe erste sind. Boah, der hat auch dieser Georgier. Wer ist das, Bruder? Ja, wo kam der her? Mutter gerade bei Dings. Kenn ich nicht. Wie, willst du dich verarschen, Bruder? Jeder redet davon, Bruder, ja? Die haben neuen Georgier genutzt. Kavacic. Ja, Mann, genau. Ja, Mann, du bist es doch, ja, Berke. Der hat Ajax Amsterdam auseinandergenommen. Der hat Liverpool auseinandergenommen. Alleine, ne? Guck mal hier schon wieder. Oha, mit 1000 Euro 9000 gewonnen. Auch wieder Stuttgart, der gleiche. Am 8.9. hat er einmal das gewonnen. Junge! Boah. Er hat 18.000 gewonnen an einem Tag, Digga. Ah, Bruder, du hast schon echt Eier, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Eintracht schwer, Frankfurt, Bruder. Spotify wollte ich gerade sagen, ja. Digga. Spotify, Sporting Lissabon, ja. Junge. Ja. Wer gewinnt die erste Halbzeit? X. Krass. Wo sehe ich die Quoten aber? Ah, Wettschein wurde gebucht. Das steht nicht mehr. Das ist sein Gewinnschein. Das ist sein Gewinnschein. Ja, genau, Gewinnschein. Ach, wurde gebucht. Ah, ja, okay. Ja, schon gewonnen. Also oh, er hat zweimal. Okay, krass, Alter. Boah, das war sein Tag. 460 Euro auf einer 1,45-Quote getippt. Bruder, was ist das, Bruder? Ja, das macht doch keinen Spaß zu gucken, ja. Bitte. Wer hat doch Bock, sowas zu tippen, Bruder? Du zitterst doch gar nicht. Ist das dein Ernst? Ja, Bruder, bitte. Weißt du, wie du bei solchen Spielen zitterst, wenn du nur ein Spiel tippst, ganz hoch? Ja, aber Bruder, guck mal seine Scheine vorher. Soll er verlieren, Bruder, ja, bitte. Guck mal seine Scheine vorher. Er hat immer klein, klein, klein und dann dachte er sich, er geht all in, Bruder. 1,45-Quote. Weißt du, wie du, und das Ding ist, das Schlimme ist ja diese Quote, weil wenn die nicht kommt, hast du nicht nur verloren. Alter, das macht keinen Spaß, solche Scheine zu gucken, Bruder, sag ich dir ganz ehrlich. Alter, krass. Guck mal. Hier schickt jemand mir gerade ein Screenshot. Mein Höchstgewinn ohne Einsatz. Ehrenmann, Bruder. Ehrenmann. Was ein Screenshot. Ich hab ein bisschen Gänsehaut gerade. Bruder, weißt du warum? Weil er hat mir das geschickt und ich habe das niemandem gesagt. Ich habe ihn einfach so privat. Yeah. Er hat mir privat geschrieben, Bruder, und ich sehe das erst jetzt, weil er das selber von sich aus ins Discord schickt. Guck mal, was er schreibt. Abi, hab Geburtstag. Tipico hat mir 5 Euro Risikowette geschenkt. Schick mir 10 Euro Paysafe, alles auf Schweiz. Daniela kann mir das Bündel kaufen. Win-win, Jani. Walla, gib mir dein PayPal, ich schicke dir 30 Euro, aber hör auf zu tippen. Er hat mir geschickt. Küss dein Auge, hast du bekommen? Ja, Elernes Halek, Bruder. Viel Erfolg mit Album, inshallah. Din Ledim Bile, ich feier's. Tipp nicht mehr, man kann nur verlieren. Und dann schreibt er oben drüber, mein Höchstgewinn ohne Einsatz. Und er schreibt jetzt hier bei Discord, mein Höchstgewinn ohne Einsatz, Digga. Okay, ich hoffe wirklich für dich. Ich hoffe wirklich für dich und das macht mich sehr glücklich, wenn du wirklich mir sagst, dass du aufgehört hast mit Tippen oder nicht tippst, Digga. Ich sehe jetzt schon die DMs voll von Schnorrern, die mich sagen, Mensch, schick mir Geld und ich höre auf zu tippen. Leute, das mache ich fast nie. Nie schenke ich jemanden irgendwie Geld oder sonstiges. Aber keine Ahnung, in dem Moment habe ich halt auf meine DMs geguckt und irgendwie, ich wollte einfach nicht, dass der tippt, weil er sagt zu mir, er will auf, mir gefällt das nicht, Bruder. Ich gucke zwar hier, es gibt natürlich Wetter, Leute, die wetten sowieso, ob ich das denen sage oder nicht. Es gibt Leute unabhängig von mir, das sind keine Zuschauer von mir, die wetten. Und die schicken dann uns die Sachen rein und ich will einfach nur, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich tippe selber und ich finde das interessant oder die besser, die Leute finden das auch interessant. Man will einfach gucken, so, weißt du, was ich meine? Aber natürlich macht es mich persönlich tausendmal mehr glücklich, wenn ich zum Beispiel auch sowas sehe, dass er mir wieder sowas rein, dass wirklich einer von euch nicht tippt oder aufgehört hat zu tippen, Bruder. Ich meine das todesernst. Ja, das macht mich tausendmal glücklicher. Oder er hat auch komplett alles falsch verstanden, ne? Gotham City, Junge. Batman? Ja. Er hat einfach auf Batman getippt, über gegen Spider-Man einfach. Bruder, was ist das für Mann, der Luis will, aber da gegen Chicago Reds. Was? Also Chicago Bulls einfach. Ja, was ist das? Rocket Cream Sam einfach. Gegen Athlete Yusuf einfach. Yo, Alter. Monaco drin. Sheriff drin. Bruder, er hat alles getippt. Alles kommt. Arsenal hat gewonnen. Er hat auch gewonnen. Fener hat gewonnen. Yeah. Fener hat gewonnen. Real Betis hat gewonnen. AS Rom hat gewonnen. Eintracht hat gewonnen. Braga hat gewonnen.
Stadterest hat auch. Oh mein Gott! Nein! Union hat auch gewonnen! Ja, oh mein Gott! 1,32 Euro. Oh, und dann verliert die 1. Das war 1,12er Quote. Ja. Ich weiß das, weil ich wollte auch auf Rennen tippen. Ich schwöre, das war 1,12er Quote. Ich wollte Ultra-Handicap tippen. Oh mein Gott! Bruder! Er hat ausgezahlt! Ah, okay. Krass. Oh, da war auch Rennen 1-0 in Führung. Was ist das? Was ist das? Mit gelbem Markierer sogar, Bruder. Oh, tschüss, Junge. Er geht mit Federmappe einfach. Er geht einfach studieren bei Tipico, Digga, ja. Er ist diese runde Federmappe. Geodreieck, damit diese Linie auch glatt ist. Unglaublich! 1,05 Euro Quote! Tut mir leid. 2 Euro. Junge, er dachte kurz, er kann Dings. Das meine ich auf Koks, Digga. Genau sowas. Gewonnen? Hat er den gewonnen? Ja, Bruder. Einer sagt, ja doch, ist gekommen, ist meiner. Gekommen letzte Woche, doch, warte mal. Ach, ich habe keinen Bock, das jetzt abzuchecken, Digga. Guck mal den an. Oha, Bruder. Oha, Bruder, ja. 11.000 Euro hat er gemacht. Sehr stark. Ja, er hat getippt 1.000 Euro, damit er 2.000 Euro gewinnen kann. Bruder, Alter. Ey, ist das irgendwie, hast du es gewusst, das ist der gleiche, Bruder, ja? Er tippt Tennis. Nein, Bruder. Ey, Freunde, das Ding ist, wir haben einen Freund, genau so eine Scheiße immer. Ja, aber ehrlich. Ja, ehrlich. Junge, das ist er. Bist du sicher? Hat er nicht gestern gesagt, Miami, irgendwas? 20.05. Was ist los bei dir? So, ja, Mann, stimmt. Bruder, er ist richtig drin, 1.000 Euro die ganze Zeit am Manarum, ja? 71 Euro, 4.700 Euro gewonnen. Guck mal, den haben wir 2,50 Euro. 400 Euro. Okay, Freunde, das war's mit euren Crackscheinen. Ich betone nochmal, wer gewinnen will, der tippt gar nicht. Wir haben uns jetzt einen Haufen von Vollidioten angeschaut. Ich bin ja selber ein Vollidiot, dass ich tippe. Ich nicht. Also, was? Ist so, Bruder, ist so. Was? Ich nicht. Du tippst nicht? Nein. Okay, ich hab letzte Woche... Bruder, sei mal leise. Ja, wir sind alles Vollidioten, weil wir tippen. Ja, okay. Und das sind auch Vollidioten. Jeder, der uns das. Ihr seid alles Vollidioten. Ja, okay. So. Und die das auch gucken, sind auch Vollidioten, weil sie sich interessieren für so etwas. Deswegen bitte nicht tippen. Wer gewinnen will, der tippt gar nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. War sehr interessant, worauf die Leute mal so tippen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach. Gar nichts. Stark, Digga. Boah, Junge, Digga. Stabil, Alter.